Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer letzten Sitzungswoche in diesem Jahr. Ich heiße Sie herzlich willkommen und wünsche uns drei gute Sitzungstage. Ich stelle zunächst die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Dem widerspricht keiner. Dann ist das so. Die Tagesordnung vom 6. Dezember 2016 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 37 Punkten liegen Ihnen vor. Sie nehmen der Tagesordnung in den Punkten 31 bis 35 die fünf Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde, die nach § 32 Absatz 6 unserer Geschäftsordnung mit je 5 Minuten je Fraktion am Donnerstag ab 9 Uhr abgehalten werden. Der unter Tagesordnungspunkt 8 stehende Gesetzentwurf der SPD, die Drucksache 19/3428, wurden zurückgezogen. Interfraktionell wurde vereinbart, dass es zu den Gesetzentwürfen unter den Tagesordnungspunkten 5 und 7 keine dritte Lesung geben wird. Die Umkehrung ist auch klar dann. Somit ist auch die Einladung des WVA zu seiner Sitzung heute Abend ist obsolet. Kann die Tagesordnung so genehmigt werden? Kein Widerspruch? Dann ist es so. Wir tagen heute bis 19 Uhr. Wir beginnen mit der Fragestunde, wie immer, Drucksache 19/4131. Danach kommt Top 2. Frau Staatsministerin Priska Hinz ist ganztägig entschuldigt. Herr Abg. Dieter Franz ebenso. Frau Hinz ist krank, wird mir mitgeteilt. Eine gute Besserung wünschen wir dann. Frau Hinz ist krank, die Ministerin, nicht nur einfach so weg. Herr Dieter Franz fehlt ganztägig, auch erkrankt. Okay, alles klar. Herr Utter ist erkrankt, der fehlt heute. Und Frau Öztürk ist auch nicht da heute im Laufe des Tages. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie auf die Ausstellung Europa, die Faszination, eine Idee, Versuch einer künstlerischen Annäherung hinweisen. Es ist die Arbeit aus der AG Europa und Kunst der Gesamtschule Geisthal in Bad Hersfeld und während der Plenartage in dieser Woche in der Ausstellungshalle zu sehen. Ich empfehle Sie Ihrer Betrachtung. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Kulturpolitische Ausschuss im Sitzungsraum 510W zusammen. Das waren die amtlichen Bekanntmachungen. Bitte? Ja, aber hier steht er nicht jedenfalls. Gibt es hier noch was? Oh, jetzt. Yes. Ganz oben. Und der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss trifft sich heute Abend im Sitzungsraum 501a. Jetzt haben wir sie alle komplett.